Die folgende Sendung wird für blinde und sehbehinderte Menschen im zweiter Leitung kommentiert. Auf Tonspur 1 hören Sie den Originalton, auf Tonspur 2 die akustische Bildbeschreibung. Achtung, 5, 4, 3, 2, 1. Die letzten Takte in der Formel 1 Symphonie dieser Saison brechen in Kürze an und wir werden sehen, wer als Dirigent in dieses Rennen gehen wird. Mein Name ist Johannes Kahner, ich bin Audiokommentator bei Audio 2 für den ORF und ich mache eigentlich sämtliche Live-Audiodeskription, die es im Fernsehen gibt, egal ob jetzt Unterhaltung, Sport, wobei das Hauptaugenmerk sicher auf Sport liegt. Wie ist deine Berufsbezeichnung? Audiokommentator. Es ist ähnlich wie beim Radio, nur dass wir eben das Bild in Sprache übersetzen. Das ist für Menschen mit Sehbehinderung? Genau, und für blinde Menschen. Also der Großteil der Menschen, die das nutzen, ist sehbehindert, hat also noch ein bisschen Restsehvermögen, sieht dann zum Beispiel beim Fußballspiel noch, okay, es spielt eine blaue gegen eine grüne Mannschaft und kann aber die Spieler nicht erkennen. Und auch der kann die Audiodeskription nutzen, indem er dann einfach weiß, wer am Ball ist und was eben genau passiert. Und für die Blinden natürlich, die haben ja sowieso gar kein Bild, die brauchen dann das Ganze. Spezialkameraperspektive direkt neben den Curbs filmt ihr, wie die Autos auf diese Kamera zubrettern. Und erst da kann man die Geschwindigkeit der Formel 1 wirklich wahrnehmen von einer feststehenden Kamera, die sich nicht ständig mitdreht mit den Autos. Da zischen die nämlich vorbei, ich sage mal fast, in Lichtgeschwindigkeit. Habt ihr auch Feedback? Ja, also das Feedback ist für uns das Wichtigste, weil seit ich mit dem in Kontakt bin, ich war früher beim Radio, habe ich eben mich mit ganz, ganz vielen blinden Hörern und Hörerinnen ausgetauscht, die mir dann eben gesagt haben, okay, bitte beschreib mir mehr Farben. Weil als naiver Sehender denkt man ja zu Beginn, okay, der ist blind, für den sind die Farben nicht wichtig. Großer Fehler. Viele Menschen sind erst im Laufe ihres Lebens erblindet. Das heißt, sie wissen, sie haben ein Gefühl zu grün oder sie wissen, wie grün einmal ausgeschaut hat. Und die ganzen Sehbehinderten können ja die Farben sowieso auch erkennen und können dann anhand dessen sich ein besseres Bild im Kopf machen. Und das beste Beispiel ist mir immer noch in Erinnerung eine ganz, ganz liebe Hörerin, die mir gesagt hat, ja, danke, dass ihr jetzt die ganzen Outfits bei den Skirennen beschreibt. Weil die hat mir dann gesagt, in ihrem Kopf ist ein Regenbogen aufgegangen. Und das ist wirklich das schönste Feedback, das du haben kannst, wenn jemand, der seit 30, 35, 40 Jahren nichts mehr sieht, dann eben im Kopf einen Regenbogen hat. Sebastian Vettel, jetzt mit Nico Rosberg im Blickfeld der Kamera. Vettel in der Cockpitansicht. Rosberg deckt er nach innen ab. Vettel zieht er mal raus. Und in dieser Runde hat Vettel mal nicht geschafft, an Rosberg vorbeizugehen. Wobei es kommt noch eine DS-Zone. Direkt jetzt beim Kurvenausgang folgt die nächste DS-Zone. Da ist Vettel ganz knapp dran an Rosberg. Und Rosberg macht auch nach vorne ein bisschen Druck, kommt mir vor. Auf Hamilton 0,6 Sekunden, da der Abstand. Die vorderen drei so knapp beieinander, wie wir es selten haben. Der ORF sendet verschiedene Tonkanäle aus. Okay. Wenn du den Fernseher aufdrehst auf den zweiten Tonkanal, das heißt einfach Menü, Tonoptionen und dann von Tonspur 1 auf Tonspur 2 schalten, dann hört man die Audiodeskription anstatt des Hauptkommentars, in dem Fall von der Formel 1 jetzt. Heißt es dann, sehbehinderter oder blinder Mensch, der sich das anschaut, hört den Hand im Wurz nicht? Nein, der hört den Wurz nicht, weil wir... Also die lustigen Anekdoten und die Stories, die vor allem der Heinz Brüller früher gebracht hat, die hat ein sehbehinderter und blinder Mensch, kriegt die dann gar nicht mit. In unserem Fall können wir es leider nicht machen, weil der blinde Mensch, also unsere Aufgabe ist es, das zu beschreiben, was am Bildschirm zu sehen ist und nicht irgendwelche Geschichten zu erzählen. Weil stell dir vor, ich beschreibe beim Fußball, erzähle irgendeine Geschichte, dass der Spieler XY jetzt Vater geworden ist, schon mit seiner dritten Frau und sein 27. Einsatz mit dem 5. Tor und währenddessen fällt der Tor. Dann fühlt sich der Blinde verarscht, weil er hört ja das, was passiert und kriegt es aber nicht beschrieben. Deswegen schweifen wir nicht ab, sondern das ist einfach diese akustische Bildbeschreibung, dass wir in dem Moment, wo was am Bildschirm zu sehen ist, genau auch das beschreiben und nicht abschweifen und irgendwie ein eigenes Programm machen mit irgendwelchen Geschichten. Aber das ist aber ein anderer Inhalt, den Sie hier vermittelt. Es ist ein anderer Kommentar. Es ist auch beim Fußball ein anderer Kommentar. Wir reden viel, viel mehr auf unserer Tonspur. Wir reden die ganze Zeit. Weil wenn wir still sind, dann ist für einen Blinden Bildausfall. Wir machen das schon manchmal, wir machen eine kurze angekündigte Stille. Das heißt, man ist bei der Onboard-Kamera eines Fahrers, nehmen wir als Beispiel Lewis Hamilton, weil der in der Pole-Position steht, dann sagen wir manchmal ganz bewusst so, und jetzt hören wir mal rein auf den Klang des Mercedes-Motors. Das ist eben eine angekündigte Stille und dann weiß der Blinde, okay, jetzt höre ich den Mercedes-Motor von Lewis Hamilton. Wir schauen über die linke Schulter von Lewis Hamilton, hören wir mal auf seinen Mercedes-Motor. Klingt nicht so übel, oder? Ja, klingt nicht so schlecht.
sollte noch funktionstüchtig sein, also Hamilton könnte mitunter auch schneller fahren, wenn er denn möchte. Weiterhin die Cockpit-Ansicht und diese spezielle, die links neben dem Helm vorbeigeht und auch das Lenkrad sehr nah rangezoomt und die Reifen sehr nah, sehr präsent im Bild hat, wo man meint, man müsste selbst hier im Auto sitzen und lenken. Wenn man sich jetzt für den Job interessiert, ja, wie kommt man dazu? Also ich muss nach Möglichkeit schon einmal eine sprechtechnische Ausbildung gemacht haben, weil wir sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell reden. Und wenn ich dann Sachen vernuschle, die nicht zu verstehen sind, also das ist einmal das Handwerk, das Mundwerk muss einfach funktionieren und man muss sich gut ausdrücken können. Und der Weg vom Hirn zum Mund muss sehr kurz sein. Das heißt, ich sehe es, Hirn analysiert, wie kann ich das in Worte fassen, es kommt durch den Mund. Diese Leitung muss möglichst kurz sein, weil sonst komme ich nicht mit, sonst überschlagen sich dann die Ereignisse, ich hänge nur noch hinten nach und kann das nicht beschreiben. Und natürlich eine Affinität für das, was ich beschreiben möchte, muss ich mitbringen. Weil wäre ich nicht Sportfan, würde ich nicht seit meinem dritten Lebensjahr Sport konsumieren, wo ich mich damals schon mit meiner kleinen Schwester um die Fernbedienung gestritten habe, weil die wollte immer Konfetti-TV schauen, ich wollte immer Sport schauen. Also diese Sportaffinität muss einfach auch da sein, wenn ich Sport beschreiben möchte. Ja, und Bernd, ich stehe jetzt auf. Mich hält hier nichts mehr auf dem Sitz, denn es ist so unglaublich spannend. 3 laps remaining. 53. von 55 Rennrunden ist gerade gestartet. Hamilton 9 Zehntel vor Rosberg, 7 Zehntel dahinter nur Sebastian Vettel, 1 Sekunde dahinter Max Verstappen. Die Top 4 innerhalb von 4 Sekunden Fahrzeit. Hamilton 24 Runden alte Softreifen, Rosberg 23 Runden alte Softreifen, Vettel 15 Runden alte Supersoftreifen, das eben sein Joker in diesem Vierkampf. Und Verstappen mit den ältesten Reifen, aber Der hat's richtig drauf beim Überholen. Auch den dürfen wir noch nicht abschreiben. Und das sind wieder die Rotorblätter des Helikopters. Ein Grund, warum man den Job machen soll? Ein Grund? Mhm. Also ich persönlich habe mindestens 100 Gründe, warum ich den Job gerne mache. Aber der wichtigste ist eben dass ich gerne diese Emotionalität, die ich selber beim Sport empfinde, weitergeben möchte. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man eine Übertragung macht und man ist danach völlig fertig, weil man sich voll verausgabt hat als Kommentator und möglichst alles gut schildern wollte. Und dann schreibt einem ein Blinder, danke, dass du mir das geschildert hast, weil jetzt kann ich mit meinen Freunden drüber reden. Also es ist einfach der soziale Aspekt und dieses Mitleben mit dem Sport. Weil ich wollte immer Sportkommentator werden und nach Möglichkeit was Soziales machen. Und die Audiodeskription ist einfach die Kombination aus dem. Ich kann das machen, was mein Traum ist. Ich sitze teilweise in den Fußballstadien. Ich sitze da jetzt im Studio und darf was kommentieren, was mich total interessiert und kann damit auch noch was weitergeben. Und dass das ineinander greift, das ist einfach der schönste Job, den es gibt. Alles klar. Ich danke dir. Ich bedanke mich bei dir. Super. Ja Leute, das war's. Mein Besuch beim ORF zum zweiten Mal, diesmal wegen Audiodescription. Und ich muss sagen, es war sogar furchtbar spannend. Die Jungs haben so Gas gegeben, waren so emotional. Ich gebe zu, da ich sehend bin, ist es mir schon wichtig, dass ich das Bild dazu habe. Aber ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, dass man der Kommentar vom Ernst Hausleitner und vom Alex Wurz abgehen wird. Hat sich aber herausgestellt, dass die beiden das wirklich ganz gut machen und diese Art der Beschreibung, der akustischen Beschreibung dieses Formel 1 Rennens war echt spannend, ist eine coole Sache und vor allem sehr, sehr emotional und ja, die Jungs machen das sehr gut. Ich bedanke mich bei Audio 2 und beim ORF und vielleicht sehen wir uns bald wieder im ORF. Wer weiß.